steckt wieder einmal in der englischen Woche. Am Samstag gegen Rödinghausen stand die erhoffte Null beim eigenen Tor quasi auf der Anzeigentafel. War das so eine Art Neustart, ein Reboot? Ja, wichtig war, dass wir wirklich kein Tor kassieren, dass wir die Null halten. Da haben wir geschafft. Aber gleichzeitig wollen wir auch offensiv gutes Fußball spielen. Und Chancen hatten wir, haben wir leider nicht reingemacht. Und gegen Fortuna Köln morgen will wir genauso wieder kompakt stehen, aber wenn wir auch das Tor wieder treffen. Was ist Köln für ein Gegner? Sie selbst haben ja dort auch gespielt. Das heißt, da sind doch wahrscheinlich einige Insider-Kenntnisse noch vorhanden. Was ist das für ein Gegner? Wie spielt der? Und wie ist auch die derzeitige Lage bei Fortuna Köln? Ja, eigentlich eine sehr gute Mannschaft mit sehr viel Qualität, sowohl hinten und vorne. Haben wir jetzt die letzten Wochen nicht so die Ergebnisse getroffen und deswegen haben sich ein bisschen Fußballspielen nicht eingestellt, aber spielen ein bisschen anders als sonst. Mehr über zweite Bälle und darauf sind wir vorbereitet und da wird, glaube ich, ein hartes Spiel, ein erkämpftes Spiel. Aber wir wollen da Punkte holen und werden auch dafür alles geben. Ist das Thema Eckenverwertung dann auch nochmal auf dem Tableau vor morgen oder war das nochmal ein Gesprächsthema? Ja klar, wissen wir das, wenn wir 13 Ecken haben und davon wenig Kapital schließen und da muss ein bisschen was ändern und da haben wir ein bisschen gesprochen, ein bisschen trainiert, aber leider haben wir zurzeit nicht viel Zeit, um die Sachen zu üben, aber klar ist, dass da besser werden sein muss. Ist das entgegen Fortuna auch ein besonderes Spiel, wenn man da selbst mal gespielt hat oder ist das mittlerweile als Trainer, wenn man in der Regionalliga aktiv ist, auch normal, dass man eben wieder auf bekannte Gesichter trifft? Eigentlich normal, aber wenn du 6 Jahre bei Fortuna Köln gespielt hast, es wird schon ein besonderes Spiel und eigentlich auch da die besten Zeit in meiner Karriere gehabt. Und deswegen wird das schon besonders sein, aber ich kann das trennen und wichtig ist, dass wir Punkte holen. Kann man denn noch was zur personellen Situation sagen? Gibt es krankheitsbedingte Ausfälle oder wegen gelben Karten? Eigentlich, außer Marco Müller hat schon seine 10. Karte jetzt geholt, aber sonst kommt keiner zurück und auch keine Angeschlagene dazu gekommen. Dankeschön. Bitte. Mit 8 Toren bislang in dieser Saison bist du der erfolgreichste Torschütze bei Alemannia. Wo hakt es bei den anderen? Was muss man in der Offensive jetzt noch tun? Ganz klar, in dieser Saison ist schon ein Stück weit die Chancenverwertung ein Thema. Ich denke, dass auch ich, sicherlich viele Spieler ihre Chancen, Möglichkeiten hatten, ihr Torekonto aufzustocken. Von daher ist das Thema einfach Chancenverwertung. Wie gut tat das 0-0 jetzt gegen Rödinghausen? War das jetzt so eine Art Neuanfang, Neustart, Reboot? Ja, auch wenn ich das komisch anhört, aber für mich war es ja trotzdem ein Erfolgserlebnis, weil wir dann doch die Stabilität hatten, die wir brauchen. Und trotz alledem hatten wir auch Chancen und große Chancen, das Spiel zu ziehen. Und das muss der Weg sein in den nächsten Wochen. Und deswegen war das schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Chancen ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ihr habt euch 13 Ecken erspielt, keine davon umgesetzt. Woran hapert es da noch? Wie kann man das jetzt in den nächsten Wochen trainieren? Habt ihr überhaupt die Möglichkeit, in diesen englischen Wochen darauf einen Fokus zu setzen? Ja, sicherlich haben wir das auch angesprochen und müssen versuchen, besser die Eckbälle zu nutzen, weil wenn man 13 Eckbälle hat, dann zeigt das auch schon den Spielverlauf und das ist schon eine Dominanz, die man dann halt auch in Tore oder in Punkte ummünzen muss. Sicherlich haben wir das ein oder andere angesprochen und versuchen das jetzt in den nächsten Spielen dann vielleicht erfolgreich mit dem Eckballtor dann zu ziehen. Morgen geht's gegen Fortuna Köln, dein ehemaliger Verein auch. Kannst du da so ein bisschen Insiderwissen auch in die Mannschaft bringen oder ist das schon zu lange her? Was ist das für ein Gegner, der euch erwartet? Ja, es ist jetzt nicht zu lange her, aber schon einiges her. Da hat sich auch der Kader ein Stück weit verändert. Da sind natürlich gibt's ein paar Spieler, die man noch kennt. Sicherlich sind sie jetzt auch nicht in der besten Phase. Trotzdem finde ich ein sehr unangenehmer Gegner, der schon eine gute körperliche Präsenz hat, wo wir aber auch gegenhalten können und müssen, um erfolgreich zu sein. Also es wird ein schwerer Gegner. Auch jetzt haben sie mit einem Sieg in Bonn leichten Rückenwind, aber den haben wir ja gefühlt auch. Von daher wird das ein 50-50-Spiel, wo wir gerüstet sind. Vielleicht noch zum Abschluss ein paar Worte zu deiner persönlichen Situation. Du wirst auch nächste Saison hier am Tivoli spielen, der Vertrag ist verlängert. Was ist denn vielleicht noch für diese Saison dein Ziel hier? Soll es zweistellig werden, dein Torschützenkonto?
Sicherlich ist es immer schön, wenn man persönlich seine Ziele erreicht. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich dann zweistellig mein Torekonto dann aufstocken kann. Wenn ich aber ehrlich bin, ist mir die Situation, meine persönliche Situation jetzt gerade nicht so entscheidend, sondern eher, dass wir als gesamte Mannschaft, das ist mir wichtig, oder als, auch für den Verein dann erstmal so ein bisschen ein Stück weit aus dieser Mini-Krise erstmal rauskommen, dass wir ein bisschen Luft haben können, wo wir dann dann über die einzelnen persönlichen Ziele uns erfreuen können. Super, danke schön.